Ja, hier ganz unglaublich technisch kompliziertes Video gefilmt, was vermutlich niemand anschauen wird, weil es nur mich interessiert. Aber dazu diesen Mars 4K HDMI Funkübertragedingern, die da unglaublich futuristisch ausschauen und unglaublich cool sind. Aber weg damit, das war jetzt wirklich sehr, sehr kompliziert, das alles hinzukriegen, weil es war so eine Art Live-Demo. Und dafür muss ich mich jetzt belohnen mit einem Testgerät, auf das ich mich schon sehr, sehr lange sehr, sehr freue. Ich bin ja ein großer Fan vom Mac Mini geworden, dem ersten Mac, den ich mir gekauft habe vor, wann war das, ist das schon wieder 2 Jahre her? Ich glaube, es ist 2 Jahre her. Der zeichnet jetzt auch den Ton für dieses Video auf, der ist einfach super. Ich mag diese kleinen Mini-PCs. Und das hat sich rumgesprochen und die Firma Gicom, die ich schon lange aus Werbungen und allem Möglichen kenne, hat mir geschrieben, ob ich nicht mal einen ihrer Mini-PCs auch ausprobieren möchte. Da habe ich mir gedacht, ja komm, das wäre ja eigentlich mal noch spannend. Wieder mal Windows. Ich bin ja ein bisschen aus der Übung, aber ich habe ja, bis ich den Mac Mini gekauft habe, habe ich ja immer irgendwo noch ein Windows-Gerät im Einsatz gehabt. Jetzt bin ich ein bisschen aus dem Windows-Rennen draus. Damals, als ich noch mit OBS gelivestreamt habe oder live gestreamt habe, war ich kurz davor, mir genau sowas von Gicom zu kaufen, weil ich wollte eine kleine Kiste und mit viel Leistung. Und das neueste Modell, was sie mir geschickt haben, ist übrigens lustig, das sollte so ausschauen und ist in Zusammenarbeit mit Asus. Ich bin alter Asus-Fan. Mein erster Centrino-Laptop aus den Nullerjahren war auch ein Asus. Ich habe das Ding geliebt. Das erste, wie hieß es, Ultrabook, was ich hatte, war auch ein Asus. Also bin ich sofort schwach geworden, als ich da Asus gelesen habe und gesagt, ja komm, schickt's mal, ich schau's mir mal an. Ich kann ja nichts versprechen, dass ich's gut finde, aber wir schauen einfach mal. Ja, wie es hier in dem Kanal immer wieder ist. Also, noch für die Technik-Fans, was es genau ist. Es ist ein AMD R9, 32 GB RAM, 1 TB Festplatte. Das war das andere. Sie haben Modelle ja mit Intel und mit AMD und ich als alter AMD-Fan. Ja, ich habe früher mal PCs gebaut, das ist aber auch schon wieder über ein Jahrzehnt her. Nein, sogar mehr. Schrecklich. Da habe ich jeweils auch AMD verwendet. Also habe ich gedacht, komm, wir schauen mal, was die so machen. Habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr ausprobiert. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Bisschen Flashback-Moment hier. Ich bin vor allem gespannt, wie klein er dann wirklich ist. Klein auf Fotos ausschauen kann jeder, aber ich glaube, der ist wirklich sehr, sehr klein. Der ist ja viel kleiner noch als der Mac Mini. Das ist einfach so ein Würfeli. Ein sehr kantiges Plastikwürfel, glaube ich. Da kommt das Ding. Gigantische Lüfterschächte. Hoffentlich ist das Ding nicht laut. Das wäre ein bisschen schade. Anschlüsse haben wir da. Ja, sehr viele alte USB. Immerhin den da. 2 HDMI, ein Display. Ja. Ah, da hat es noch mehr. Zweimal nach hier und hier. Bin gespannt, ob ich da dann das Studio-Display anschließen kann. Das Design ist jetzt nicht wahnsinnig umwerfend mit diesem Rillen-Look, aber er ist winzig. Kann man da wieder aufmachen? Na, wir lassen das lieber mal machen, kein Quatsch damit. Da ist noch ein Kleber oben drauf. Upgrade Mini-PC. Loosen the 4 screws and the bottom cover. Lifting it. Ah, so geht's. Das habe ich gespürt da hinten. Da kann man so den Boden rausheben, wenn man ihn upgraden möchte. Ich glaube, das möchten wir jetzt nicht. Wir möchten doch schnell schauen, was sonst noch in der Box ist. Kabel. Nicht erschreckend, liebe Freunde, in der Schweiz ist Schuko, aber gibt sicher auch mit Schweizer Variante. Ups. Das Netzteil ist natürlich nicht mit drin. Das erklärt es, warum er nochmal kleiner ist als der Mac Mini. Das ist ja etwas, was viele Leute am Mac Mini unterschätzen. Der hat das Netzteil eben mit drin. Darum ist er so super praktisch und elegant aufzustellen. Da hat man halt beides, dafür ist das Gerät ein bisschen kleiner. Sehr großzügig. Sogar 8K-fähiges HDMI-Kabel schon in der Box. Noch mehr Anleitungen.
wenn man noch was aufschrauben möchte. Sehr gut. Ganz. Das ist wirklich super cool. So. Alle möglichen Schrauben, damit man noch ein bisschen weiter basteln kann. Das gefällt mir sehr. Dann eine Dankeskarte. Dear customer, thank you for purchasing. Ja, ja. Und was haben wir da noch? Also das ist ja cool. Noch eine Montageplatte. Ich glaube, das ist ein Weser. Ja, ja, genau. Dann kann man es hinten an den Bildschirm montieren, weil es ja so winzig ist. Das ist also auch großzügig, dass das dabei ist. Und ich gehe das jetzt in aller Ruhe ausprobieren und melde mich gleich wieder mit meinen ersten richtigen Windows-Erfahrungen und ja, PC-Games und allem drum und dran Erfahrungen seit Jahren. Ja, ich habe mein Steam-Konto wieder aktiviert, ein paar alte Klassiker wieder gefunden. Also, was ich mich sehr lange nicht mehr melde. Obwohl, ihr merkt ja den Unterschied nicht. Ich mache einfach Schnipp und dann bin ich wieder da. Aber es kann sein, dass da sehr viel Zeit vergeht, weil ich viel zu viele Computerspiele gespielt habe. Man hätte mir dieses Testgerät nicht in die Hände geben dürfen. Also, hoffentlich bis gleich. Ja, da bin ich wieder mit Erfahrungen zum GCOM AS 6, dem Mini-Windows-Böxli. Und die Tatsache, dass ich wieder da bin, spricht ja dafür, dass ich dann doch nicht allzu viele Computerspiele gespielt habe. Ja, ein paar waren es, ehrlich gesagt. Mehr als in den letzten Jahren. Und es hat auch großen Spaß gemacht. Aber ihr wollt ja nicht hören, was ich für Computerspiele gespielt habe. Können wir nachher noch drüber sprechen. Ihr wollt ja wissen, wie sich die kleine Box hier geschlagen hat. Die kleine Windows-Box ist übrigens angeschlossen. Hier, falls ihr ein Geräusch hört, es sind die Lüfter da drin. Kommen wir nachher auch noch dazu. Also, die Installation, fangen wir damit an. Die war nämlich überraschend kompliziert. Ich habe mich ja beim Mac Mini beklagt, dass es schwierig war, das Ding in Betrieb zu nehmen mit Bluetooth-Tastatur und Bluetooth-Maus, die nicht von Apple sind. Nun, wenn man das mit einem Windows-PC mal probiert, schätzt man danach das Apple-Gerät umso mehr. Bei Windows war es noch viel, viel schwieriger, weil ich habe keine Kabelmaus zu Hause, ich habe keine Kabeltastatur, ich habe nur noch Bluetooth-Mäuse und Bluetooth-Tastaturen und es war nicht ganz trivial, das Ding zum Laufen zu kriegen. Die Lösung war schließlich, ich habe diesen Dongle hier, diesen Logi-Dongle genommen, meine Logitech-Maus, das Ganze am Surface Pro 3 verbunden, weil ich nutze hier immer Bluetooth, nicht mehr diese Logitech-Dongles, die sind ja mühsam. Auf jeden Fall habe ich den Dongle ins Surface Pro 3, mein altes Windows-Tablet-Laptop gesteckt, die Maus damit verbunden, Dongle wieder raus, Dongle hier rein und dann habe ich die ganze Installation dieser Windows-Kiste mit der Schreibtisch- oder mit der, wie heißt die, Bedienungshilfe-Tastatur mit der Maus gemacht. Ich habe jede Taste, wenn ich E-Mail-Adressen, Benutzerkonten getippt habe, habe ich alles mit der Maus gemacht. Irgendwann ist dann endlich das Bluetooth-Menü aufgetaucht, dass man die Tastatur verbinden konnte und dann hat es dann auch funktioniert. Ja, ich war so kurz davor, mir wieder eine Kabeltastatur zu kaufen, weil ich mich so genervt habe. Aber ich möchte das eigentlich nicht mehr haben. Darum habe ich mir da ein bisschen mehr Zeit genommen. Aber es hat ja dann zum Glück funktioniert. Das andere, was mir bei der Installation aufgefallen ist, wie dreist Microsoft da alle seine Services einem um die Ohren haut. OneDrive-Speicher-Abos wollen sie einem verkaufen, Office oder inzwischen Microsoft 365-Abos wollen sie einem verkaufen. Da kann man auch nicht irgendwie klicken, nein, möchte ich nicht, sondern kommt dann einfach auf, man kann auf später klicken. Dann wollen sie einem noch ein Xbox-Abo unterjubeln und das war wirklich erstaunlich, mal wieder ein Windows-Gerät von A bis Z einzurichten, weil ich das wirklich ewig nicht mehr gesehen habe. Ich finde es ja immer dreist, wie Apple da mit Apple Pay und all dem Zeugs Werbung macht, wenn man die Sachen installiert. Aber Microsoft ist noch dreister. Also das war wirklich erstaunlich zu sehen, da was da einem Microsoft alles unterjubelt und was sie dann alles auch noch für Zugriffsrechte auf Daten haben wollen. Also da war ich ein bisschen überrascht. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht und auch nicht mehr gesehen. Darum alleine hat es sich schon gelohnt. Ja, und einmal installiert, läuft die Kiste. Wunderbar. Ich muss wirklich sagen, ich habe große Freude daran, wie zuverlässig sie funktioniert. Da bemerkte ich schon den Seitenhieb an ein anderes Gerät, was ich
gerade zum Test bekommen habe, das Asus Rogue Ally, so ein, wie soll man das nennen? Ja, auch wie das hier, ein Mini-PC, aber ein Mini-PC mit Bildschirm und Game-Controller. Ich habe heute schon den ganzen Vormittag lang Updates gemacht und die meisten Spiele habe ich noch nicht hingekriegt und es ist kompliziert und mühsam und es könnte noch ein bisschen dauern, bis ihr den Testbericht seht, weil ich, ja, aktuell laufen immer noch Updates da drauf. Also das Ding ist ziemlich kompliziert. Das da hier ist ein sorglos Ding. Ich habe es einfach, man muss ja halt Windows installieren und Tastatur und Maus verbinden, aber wenn man das mal hat, dann läuft's. Und was sich viele Leute gefragt haben, als sie gesehen haben, dass ich sowas habe, kannst du es denn am Studio-Display nutzen, weil, wenn wir da hinten gucken, wo sind, da sind wir. Es hat ja zwei HDMI und da den alten, wie heißt der, Display-Ausgang oder sowas. Das Studio-Display hat aber nichts von alledem. Das Studio-Display von Apple, das hat ja Thunderbolt. Und der hier hat ja, USB 4 und funktioniert tadellos am Studio-Display, kann ich vermelden. Erst habe ich ihn ja zur Sicherheit an einem alten Samsung-Display mit HDMI angeschlossen. Da hat er schon gut funktioniert, aber am Studio-Display funktioniert er großartig. Volle Auflösung des Studio-Display, alles über ein Thunderbolt-Kabel, was einfach, ich einfach hier hinten eingesteckt habe. Na, da sieht man es nicht so. Da eingesteckt, in Studio-Display rein und volle Auflösung, wunderbare Bildqualität, dass ich da das wunderbare neue Planet of Lana gespielt habe. Ein Spiel, wo ich schon ewig drauf warte, weil ich es immer auf Twitter gesehen habe und gedacht habe, oh, das ist ein Spiel, was ich dann wieder nicht spielen kann, weil kommt ja dann sicher nicht auf den Mac oder aufs iPad und muss ich dann wieder warten, bis es kommt. Aber dank der Wunderkiste konnte ich es jetzt praktisch am ersten Tag schon spielen und ausprobieren. Ist wirklich sehr, sehr schön geworden, das Spiel. Habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Bisschen weniger gefreut an der Kiste habe ich mich über etwas, was ich am Anfang des Videos schon erwähnt habe, die Lüfter. Ich bin jetzt dann selbst gespannt, wie gut man sie hört, wenn man dieses Video schaut, weil ich habe das Ding extra laufen lassen, da läuft jetzt Windows drauf, aber es macht nichts. Ist einfach Windows, was nichts tut und selbst dann laufen die Lüfter voll durch, standardmäßig. Ich habe mir erhofft, dass man mit dieser Asus-Kontrollsoftware da einfach die Lüfter ein bisschen runterstellen oder auf Silent gehen kann. Konnte man nicht, da muss man dann die Fan-Controls und all die Sachen installieren, die ich früher schon genutzt habe in meinen PC-Zeiten. Habe ich jetzt aber noch nicht gemacht, weil ich die Kiste nicht gleich kaputt machen wollte, weil ich irgendeinen Pfusch mache, weil ich aus der Übung bin. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass das Ding ein bisschen leiser ist. Wenn man ein Spiel spielt, ist es logischerweise egal mit den Lüftern. Da ist der Ton lauter, entweder aus den Lautsprechern oder aus den Kopfhörern und man hört es nicht. Wenn man das Fenster offen hat, ist es auch kein Problem, man verstummt das Ding sofort. Wenn man aber hier im mucksmäuschenstillen Büro sitzt wie ich und dann auch noch so ein schrecklicher Lüfterpingel ist wie ich, dann ist es schon nicht schön. Ich finde das Studio, das Mac Studio schon viel zu laut und der hier ist mir auch zu laut, standardmäßig. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass sie da ein bisschen effizienter oder schlauer mit den Lüftern umgehen. Aber ich denke, sie hatten halt in erster Linie die Gamer im Kopf und nicht ausgerechnet den einzigen Typen, der in einem Schwimmbad sitzt, wo es mucksmäuschenstill ist und der Lüfter nicht mag. Also, ja, müsst ihr dann selber mal. Ich kann es ja mal ans Mikro noch halten, falls ihr sie mal hören wollt. Also es ist ein sehr dezentes Geräusch, aber halt doch hörbar. So, Lüfter du da unten wieder weiter. Ansonsten, ja, also für mich wirklich die ideale Box, um Windows-Geräte zu testen. Ich bin jetzt sehr froh, habe ich wieder ein Windows-Gerät hier, wo ich da einfach schnell einstecken in Studio-Display und alles ist startklar. Ist so ein bisschen, ich kann den Mac Mini rauswechseln und das einwechseln und habe wieder Windows. Ich brauche keinen Laptop mit Bildschirm, das wäre alles verschwendet. Das hier reicht mir ja völlig. Und wenn man eine kleine Windows-Kiste möchte, ist das schon sehr, sehr spannend. Und ja, ich habe es ja schon vorgeführt anfangs, es hat halt mehr als genug Anschlüsse. Hier vorne habe ich deren genug, hier hinten noch viel mehr. Also das ist wirklich sehr, sehr toll und sehr, sehr löblich, wie viele Anschlüsse sie da reingemacht haben. Da könnte sich der Mac Mini auch ein Stück von abschneiden. Jetzt wird er noch lauter, habt ihr bemerkt? Wie gesagt, er macht überhaupt nichts, er hat nur Windows offen, aber hin und wieder wird er noch lauter. Jetzt hat er noch einen Gang höher geschaltet, vielleicht weil ich ihn umgedreht habe oder irgendwas hat die Sensoren ein bisschen verwirrt, aber wir lassen den jetzt laufen, weil das gehört einfach dazu, da müssen wir da nichts verschönern. Und
Von der Größe, ich habe ihn natürlich auch noch neben den Mac Mini gehalten, für die, die den Vergleich sehen wollen. Er ist wirklich viel kleiner als der Mac Mini, aber ist halt geschummelt, weil das Netzteil ist natürlich draußen. Aber das muss man am Mac Mini halt schon unglaublich hoch anrechnen, dass er trotzdem sehr, sehr klein ist, das Netzteil drin hat und mucksmäuschenstill ist. Er macht halt wirklich keine Geräusche. Ich frage mich, was er jetzt macht. Ich muss nachher mal den Bildschirm anschließen, um zu sehen. Vielleicht macht er wieder irgendein Update oder vielleicht hat er doch noch was gefunden. Oder er hat sich von dem hier anstecken lassen und ist jetzt auch irgendwie in den Mühsam-Modus gewechselt. Nein. Wenn wirklich super praktische kleine Windows-Kiste. Wer einfach nur einen PC haben möchte, einen preiswerten, der braucht nicht so ein hochgerüstetes Mini-Dings. Da gibt es auch preiswertere natürlich. Wer aber hin und wieder auch ein Spielchen spielen möchte und keine große Kiste haben möchte, wird daran, bin ich mir ziemlich sicher, sehr, sehr viel Freude haben. Wer einfach nur einen Computer braucht, den man an einen Bildschirm anschließen kann und egal ob Windows oder Mac, das sind halt die Mac-Minis in Sachen Preis-Leistung unglaublich gut. Also da kriegt man so viel Leistung und absolute Ruhe. Die sind schon auch sehr spannend. Aber ich finde es einfach erstaunlich, wie winzig da so ein Hochleistungs-PC inzwischen geworden ist. Einerseits haben wir ja die Smartphones und andererseits haben wir halt solche Sachen oder eben auch das hier. Inzwischen kriegt man halt einen PC überall rein. Die Miniaturisierung gibt es eben nicht nur beim Smartphone, sondern die gibt es halt auch im PC-Bereich. Und ja, hier sehen wir sie in Aktion und hören sie ein bisschen. Falls ihr noch Fragen habt zum Geekom-Böxli, immer her damit, ich beantworte sie alle gerne. Falls ihr noch Fragen zu den Tech-Specs da drin habt, ja, immer her damit, ich kann die auch nochmal nachschauen, aber haben wir am Anfang des Videos ja auch schon gezeigt und ich bin da auch nicht mehr so ajour, was jetzt welche Grafikkarte genau macht und was. Also da müsst ihr die Videos schauen von Leuten, die Benchmarks machen. Ich mache keine Benchmarks. Ich bin mein eigener Benchmark. Ich schaue es einfach an. Wenn es ruckelt, dann ist nicht gut und wenn es flüssig ist, ist schön. Und am Studio-Display mit der hohen, wie viel Auflösung ist es? 5K-Auflösung hat es ja super fließend funktioniert. Also da habe ich überhaupt kein Problem. Windows auf dem Studio-Display hat riesig Spaß gemacht mit der Kiste. Also trotzdem Fragen immer daher. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, Raphael hat keine Benchmarks gemacht, Daumen nach unten. Falls ihr weitere Videos sehen wollt, wo es keine Benchmarks gibt, unbedingt Abo abschließen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wo es dann auch garantiert keine Benchmarks gibt.